Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, wir haben eine kurze Pause, also ja, es ist eine kurze Pause gewesen, aus Gründen von den Livestreams, und da ich eigentlich ein Challenge machen wollte, aber überhaupt keinen Bock habe, weil die Challenge ist extrem, ja, ein bisschen eingrenzen, oder? Und da dachte ich, ja, ich mache jetzt wieder Kingdoms weiter, weil das so extrem umfangreich ist. Da, das ist die Welt. Und wir haben ja den Herr der Ringe Mod, da können wir noch ein paar Parts drin etwas machen. Ich habe entdeckt, dass ein paar Sachen richtig cool sind, und ja, das ist schon wichtig, dass ich das noch sehe. Eben, es ist ein Work in Progress Mod, und da ist halt nicht alles so gut, aber es ist einfach cool, dass das nachbauen. Wahrscheinlich auf irgendeine Lore. Auf irgend. Ja, vor allem gibt es Sachen, die man überhaupt nicht kennt. Ich weiß nicht, wovor die. Ja, wie die das haben, aber. Pff, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich Bock. Leider geht das Laden wieder lange. Da. Es ist irgendwie im Herr der Ringe Mods recht lange Ladenzeit. Das ist nur in dieser Welt. Also wir müssen Kirschlikör sammeln. Gut, wir machen mal kurz Game Mode an zum Rückkehren. Schauen wir. Wo sind wir? Sind wir schon am Spawn? Aha, wir sind am Spawn. Da ist ein großes Haus. Da drüben war irgendwo, ja, da sind verschiedene Hobbit-Ding, also dann ist das hier das Hobbit-Dorf und nicht da hier oben, wo es eigentlich sein soll. Hä? So, ich kann da noch Optionen. Beschuss von eigenen Truppen aus. Einheiten-Todesmeldung an. Zeigegesinnung an. Zeigeposition aus. Karte. Das ist jetzt noch an. Das kleine Volk des Auenlands. Aha. Das sind die Errungenschaften, genau. Cool. Kein aktueller Titel. Machen wir einen Decker mit Rot. Titel auswählen. Mittelerde-Schilder. Man kann 1000 Gesinnungen haben. Cool. Das ist aber nicht. Aha, das ist Multiplayer. Okay. Ich lasse das aus, weil. Ja, wir brauchen jetzt keine Herausforderung in diesem Mittelerde-Ding. Es wird Sachen geben. Zum Beispiel werden wir bestohlen. Wir werden ja angegriffen von NPCs. Aber wir spielen auch friedlich. Hier, solange wir hier drin sind, weil sonst alle NPCs sterben und so. Das ist nicht so gut. Hier drin waren wir vielleicht schon. Nehmen wir mal das Papier und die Feder mit. Ich habe auch gemerkt, dass man die Beutel in den Ding tun kann. In den Rucksack. Milch, ja, nein. Also dann haben wir den Ofen. Auch gut zweimal sogar. Ja, und die NPCs tun zufällig
Quests, wo wir einfach Quests erledigt haben und handeln tun meistens die Barkeeper und Schmiede und so. Können wir mal ein bisschen irgendwo hin, mal in dieses Haus. Vielleicht gibt es in diesem Haus eine Quest. Aber vor allem Kirschlikör ist schwer. Wir haben einen, aber ja, da müssen wir überall in den Häusern herumschauen. Wir haben, denke ich mal, auch ein paar Quests noch. Birnen. Birnenbäume sind wo? Ich sehe gerade keinen. Das sind, glaube ich, die grün-weißen Bäume. Hm. Handelst du? Ich mach mal das Brot hier weg. So ein bisschen. Hey, wie ist das jetzt plötzlich wieder so da? Weil das einfach ein neuer Spielstand wahrscheinlich ist. Und irgendwie das Modpack nicht angepasst hat. Also Fleisch will ich auch mitnehmen. Bisschen den Ton, also die Musik leise noch. Gut. Ja, Kirschen. Apfelwein. Schweinefleisch brauchen wir nicht. Brot. Esst nicht so laut. Da kann man sogar brauen. Marzipan, hä? Noch mehr zum Brauen. Also. Manche Sachen sind schon richtig cool von diesem Mod. Wir müssen das weitermachen. Da ist eine Quest. Wo ist jetzt die Quest? Da. Kirschkuchen. You bake me für Kirschkuchen. Schauen wir mal. Oh, nein. Was noch? Weizen und Zucker. Hä? Ja, Milch, Weizen, Zucker. Ist das schwer, wenn man jetzt so neu in dieser Welt ist. Ich will ja auch nicht irgendwie zurück und das holen. Ist das nur ein kleines Haus? Ist doch vergrößert. Ja. Sah nur so aus. Ein Geheimgang hinten, das wär's noch. So, was haben wir? Da haben wir nochmals ein Hobbithaus. Gut, gehen wir mal in dieses Haus. Mich nervt das bisschen, dass es überall so Brennnesseln und so hat. Man bekommt eigentlich null Schaden, weil man so heilt. Aber wenn wir das... Und so, das ist ein bisschen nervig. Ich brauche nur ein Bett. Oh. Ich brauche kein Bett. So habe ich das nicht ausgemacht. Kastanie, okay. Okay. Bier, Marzipan, Kürbiskuchen. Schinken. Hobbitpfannkuchen. Rübe. Eier brauchen wir nicht, hä?
Okay, dann. Hey. Da ist jetzt eine Brennnessel, also eine Distel. Also die Disteln sind auch böse. So, dann gehen wir dort rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Ja, es ist gut. Ich weiß, dass es jetzt Brennnessel sind. Irgendwo gibt es solche Feinde. Apfel. Nehmen wir mit. Eventuell werde ich dann mal zwischen den Videos auch die Sachen abtransportieren. Damit die zu Hause haben dann. Birnen haben wir. Grüne Apfel. Okay. Wir haben die Beutel also nicht mehr, stimmt. Was ist hier drin? Die Natur sagt schon wieder. Immer noch. Okay, gut. Dankeschön. Wie kommt man hier rein? Auf der anderen Seite. Hier ist auch überall noch ein Hobbitdorf. Sie wohnen einfach weit auseinander. Okay, hier ist nichts, gell? Ist auch wieder ein bisschen. Machen wir mal das Fleisch rein. Rohes Wild. Bücher nehmen wir mit. Glasflaschen. Tintenbeutel brauchen wir nicht. Hallo? Was haben wir drüben? Genau, den Waren. Ist eigentlich immer das gleiche, aber. Ach gut, so. Nehmen wir mal das Brot nicht mit. Steak. Schüssel. Was ist das? Pfeifenkraut. Klee mal weg. Gebratene Rübe weg. Streichholz nehmen wir mit. Gut. Also, dann gehen wir wieder raus. Und ins nächste Haus. Ja, nicht zumachen. Ich will mich nicht allzu weit entfernen, darum gehen wir hier runter. Da haben wir einen Baum, das ist eine Birke. Ja, einfach eine Birke, die von einem Biom eingefärbt wurde. Und so gemacht wurde. Da drüben sind noch Hobbits. Da ist eine. Ja, da ist eine Quest, gut. Oh, thank you, gutmütiger Drago Basler. Oh, ich brauch mehr. Habt ihr das dagegen? Nein, gut. Es ist gut, dass die nicht alles dagegen haben. So, ich habe. 6. Dankeschön. Sehr nett. Schön. Also gehen wir doch nochmals in diese Häuser. Ich brauche einen Sack. Das ist wichtig. Ich brauche einen Sack. Ja, vielleicht Werkzeuge dann noch herstellen, hä? Machen wir das später. Kastanien. Ich brauche zuerst Säcke. Ich hoffe, mit dem Holz kann man Workbench. Ja, Workbench haben wir. Einfach Sticks machen. Haben wir Sticks? Ja, wir müssen dann schauen.
Okay. So haben wir. Oh, schön viel Setzung. Ich möchte gerne die Workbench platzieren. Ah, wir haben so viel Holz. Hallo. Da kann man nur bestimmte Sachen. Okay. Wusste ich nicht. Ja, komm jetzt. Abbrechen musst du. Doch nicht, hey. Oh, Gott. So. Ja. Okay, das haben wir mal. Was haben wir jetzt denn? Ja, toll. Birnen oder so. Nein. Normale Äpfel. Er braucht schon normale Äpfel. Ja. Toll. Ja, das geht wieder nicht. Den platzieren. Den abbauen. Ja, ja, ja. Ah, ich werde immer wie voller. Das geht mir gar nicht. Gut, dann haben wir das. Bisschen Kohle abbauen. Okay, auf den nächsten Part werde ich kurz die Sachen zurückbringen. Wir sind überfüllt. Er braucht schon Bier. Das würde wahrscheinlich ein paar Leute nicht gefallen. Dankeschön. Ah, ich muss doch irgendwie Sachen rausnehmen, die es an jeder Ecke gibt. So, hier unten war niemand. Okay. Dankeschön. Ja, ja, mein schwarzen Humor. Was ist das? Da drüben, was ist es? Nur eins, oder? Das sind Büsche. Moosbeerbüsche. Aha. Gut, da haben wir auch eine Farm oder so etwas. Was steht da? No Oddment Collectors. Hey, hast du die Frösche gesehen in den Marsch, also in den Sümpfen von Frogmanschen. Hey, du hast einen Ring. Schade, dass die Ringe nicht so Future hat. Futures. Okay, es hat leider nichts da. Hä? Dann gehen wir weiter. Schön, dass da ein Schild steht, dass man trotzdem rein kann. Ja, ja, Spieler sind nicht betroffen. Gut, da unten haben wir nur Kies. Hallo, du hast auch eine Quest. 6 Krug. Ja, ja.
Ihr habt Schätze in der Küche, die nennt man Krüge. Aha, gut. Da ist nichts. Auenkieferholz. Und wo sind die Auenkiefer? Handeln. Du willst. Ja, Spitz. Ding. Hacken einfach. Ich habe leider nichts von dem. Schade. So. Okay. Da ist ein See. An dem nichts ist. Hä? Vielleicht mal da in die Höhle schauen. Wir brauchen Eisen. Das sind Stalagmiten. Krass. Das Gold oder so etwas. Okay. Schauen wir mal, was das ist. Schwefel. Ja, nehme ich jetzt noch nicht. Ich nehme das auch noch nicht. Was ist das? Marble. Ja, ist nicht viel hier, hä? Außer Dunkelheit. Okay, wir haben langsam genug Kohle. So. Ja. Ich denke, aus dem 10 Erz kann man nicht viel machen. Ich habe die Crafting-Rezepte ein bisschen angeschaut, dass ich auch ein bisschen etwas checke. Und es gibt nicht so viele Sachen zu machen, aber das meiste wird ja sowieso gefunden werden. Was ist das für ein Baum? Trauerweide. Ja, einfach Weidenholz. Ich habe keinen Platz mehr. Mal kurz schauen. Haben wir hier irgendwas? Eichenholz. Dann nehme ich die Setzling hier rein. Kies brauchen wir nicht. Ja, dann nehmen wir diesen Setzling hier rein. Sodele und Weizenkörner nehmen wir raus. Und Eichensetzling und Huhn rein, die Münzen, ja, schon wieder voll. Okay, nein, das reicht. Gut, dann haben wir zwar noch keine Axt, aber wir machen das jetzt mal kurz per Hand. Ist zwar viel, aber auf Steine holen habe ich jetzt keinen Bock. Oh, ist der hoch. Noch einmal. Ich hoffe, das sind alle, die oben sind. Da drüben sehe ich aber noch einen. Da sehe ich einen. Da drüben sehe ich mehrere. Ich will nur ein paar Setzlinge. Einen Setzling, ja, vier Setzlinge will ich. Das ist so schwer. Blöder Baum. Ach komm. Die wollen einfach nicht abbauen, die Blätter. Da oben noch einer ist. Da links könnte auch noch einer sein. Ja, ist auch ein. Okay, da löst sich schon mal auf. Dann ist hier irgendwo noch ein, ja. Okay.
Operieren am Baum. Wir brauchen Setzlinge. 3. Toll. 4. Ich denke, das geht. Ja, ja. Gut, da haben wir Kürbisse, die brauchen wir ja nicht. Da ist ein komischer Baum. Ja, das sind wie die anderen da drüben. Aber das ist wahrscheinlich ein Auenlandkiefer. Nein, eine Espe, okay. Ja, Espen haben wir auch viele in der Schweiz. So, jetzt mal schauen. Karte. Da drüben irgendwo. Okay. Müssen wir noch weitersuchen? Wir haben ja die Quest nicht lösen können. Ich gehe am besten eben nach dem Part nach Hause und hole mir da Eisenwerkzeug und so. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen und können das im Part überschreiben. Also ja, einfach über. Ja, überschneiden. Hä? Das ist das beste Wort. Also, Krüge brauchen wir. Hä? Krüge, Kirschlikör, Kirschkuchen, Sebenbirne. Sind keine Krüge drin. Holzbecher. Das ist ein Krug. So, noch ein Krug. Nein, das ist ein. Ich trinke das. Apfelwein. Oh. Übelkeit. Bier, ganz viel Bier. Noch mehr Bier. Da ist ein Krug. So, wie viel Krüge? 6 Krüge. Wir haben. 3 Krüge. 3 Krüge. Keramikkrug. Birnenmost. Noch ein Krug. Und das ist nichts. 4 haben wir. So. Schön. Gut, dann suchen wir doch nochmals ein paar Häuser auf der anderen Seite. Da unten haben wir noch 2-3 Häuser. Die haben wir aber, glaube ich, schon entdeckt. Wir müssten eigentlich nach links gehen. Dahin, hä? Also eigentlich nach Westen. So. Ah ja, yeah. Der Part ist vorüber. Schade. Ja, dann machen wir das im nächsten Part und eben dann habe ich das Inventar auch ein bisschen ausgeräumt und können dann ein bisschen mehr auf Reisen gehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Euer Dracobasler. Tschüss.